Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft. Ja, ich muss mir ganz kurz eben was markieren hier. 1, 2, 3. So, und da müssen die Pistons nämlich dann drauf. So, und die Pistons müssen dann höher, deswegen setze ich mal da den Block hin. So. Nur zur Markierung eben, damit wir da später weitermachen können. Ich weiß nicht, ob wir heute bis dahin kommen. Denn ich würde ganz gerne heute ein wenig weitermachen, natürlich hier unten. Und ja, dafür müssen wir natürlich erstmal alles ausbauen. Ich hoffe, das kriegen wir heute wirklich tatsächlich schon hin. Und dann können wir nämlich morgen oben schon mal mit der Pistenebene anfangen, die ganzen Pistons alle aufbauen und alles mit natürlich Gravel versehen und ja, oben den Raum fertigstellen und so weiter. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen graben, aber nicht so viel wie hier unten auf jeden Fall. Das ist das meiste, schwebt frei in der Luft. Und dann können wir nämlich das Redstone soweit schon mal abschließen, dann kommt nur noch der vordere Teil und dann sind wir hier durch. Ja, so schnell kann es dann gehen tatsächlich. Also so viel ist es echt nicht mehr, wenn man ehrlich ist. Und das müssen wir jetzt eigentlich in den nächsten Tagen locker schaffen, wenn ich ehrlich bin. Also, ne, wenn nicht, dann ist es ein Wunder. Dann bin ich wirklich echt zu langsam beim Bauen, muss ich sagen. Wobei, das bin ich sowieso momentan. Ich weiß leider nicht warum, aber irgendwie bin ich momentan echt zu langsam beim Bauen. Normalerweise müsste das deutlich zügiger gehen hier. So, hier müsste übrigens auch... Natürlich. Alles mit Cobblestone ausgekleidet werden. Und erstmal müssen wir uns hier natürlich wieder durch den Berg durchgraben, was übrigens mir die größte Freude bereitet. Wobei, solange es hier noch Sand und so ein Scheiß ist, dann geht das noch zügig, aber... Lichtestone, das wird wieder eine Freude werden, schätze ich mal. So, ach, die Etage über uns muss ja auch komplett weg, ne? Also hier noch nicht, aber hier. Auch Menü. Warum muss nicht so viel von dem Scheiß raus, echt? Das ist ja echt ungeheuerlich. Na, zack, 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 zack. Ach, da doch nicht. Och, Mensch. Wisst ihr was? Komm, wir hauen hier jetzt eben schon mal den Streifen drüber. So, und hier auch noch. Aber wenigstens ist das schon mal fertig, hier die Wand. Können wir den Rest nämlich gleich eben noch schnell nachholen und dann war es das hier. So. Ja, weiter nach vorne, so ein Schritt. So. Hier auch nochmal. Eins, zwei. Bis hier hinten durch. Ne, hier natürlich nicht. Hier muss er runtergehen. So. Von hier aus brauchen wir das Redstone-Signal natürlich. Das heißt, wir müssen auch hier den Streifen freibuddeln. Da ist natürlich nämlich kein Holz drin, weil das ist ja die Kante gewesen von dem Raum unten wiederum. Und deswegen war da natürlich von unten nichts gegen. So. Dann haben wir den nämlich jetzt schon mal weg. Dann können wir uns jetzt hier nämlich am Spawn machen. Und wir haben schon wieder keine Spitzhacken mehr. Ach Mensch. Das darf ja wohl nicht wahr sein hier. Viele Rohstoffe wie hier schon wieder verbraten. Das ist echt ungeheuerlich. Wie oft ich jetzt dieses Wort ungeheuerlich gesagt habe, das ist mir auch ungeheuerlich. Haha. Ach Mann, nimm das Ganze. So. Ja, Scheiß weg mit dem Scheiß hier und... Pff, ja, die zwei Sand, da kann ich auch drauf scheißen, ehrlich gesagt. Die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. So, dann können wir nämlich lieber hier den ganzen Mist wegruppen. Und trotzdem würde ich das Ganze gerne gleich mal kurz wegbringen. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Erstmal würde ich ganz gerne auch diese Wand hier fertig machen, soweit. So, da vorne geht es wieder nach oben. Das heißt, ich sitze mal hier. Alter, ja komm, ich will sehen, wo ich hinbaue, verdammt. So. Setze ich mal hier eine Verstärkung, eine zusätzliche ein für die Wand. Weil ich meine, das ist ja der Schaltraum. Oder was heißt Schaltraum? Aber hier unten führen halt mehrere Leitungen her und da will ich ungern riskieren, dass wir da nachher Wassereinbruch haben und so weiter und so fort. Das wäre nämlich nicht ganz so geil, glaube ich. Ja. Mensch, ich hoffe, können wir theoretisch noch kaputt machen, bevor wir zurückgehen. Aber komm, wir gehen jetzt eben zurück. Laden den ganzen Scheiß mal eben ab. Dann gehen wir hier einfach mal durch. Das ist ja der Vorteil hierbei. Wir können einfach hier durchmarschieren.
Und im Grunde stört es gar nicht so sehr, weil zwei Steine rein und fertig ist die Laube. Ja, so sieht's doch aus momentan, muss ich sagen. So, dann laden wir jetzt hier erstmal alles ab, was wir nicht brauchen. Und das ist echt nicht zu wenig. Lass mal ein Stack hiervon nur auf Reserve gleich. Ah, okay, die Kiste ist voll. Nehmen wir lieber mal ein bisschen Redstone mit, würde ich sagen. Und lassen wir die Sachen hier. Sonst können wir auch nichts aufstecken, ne? Nee, okay. Die Treppen brauchen wir auch nicht unbedingt. Dann nehme ich lieber Stickies mehr mit. So. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen oder was wir nicht brauchen, eigentlich so weit weggelegt. Bis auf natürlich die Stonebricks, die, ja. Aber egal, die passen nicht mehr in die Kiste rein. Okay, dann geht's wieder freudig ans Graben und wir haben 5 Minuten haben wir um von der ganzen Zeit. Nur vertrödelt hier in die Öle. Oder was heißt in die Öle, aber hier unten haben wir wieder vertrödelt 5 Minuten. Das darf doch nicht wahr sein. Aber doch, ist leider wahr. Müssen zusehen, dass wir Zeit wieder reinkriegen, damit wir schneller fertig sind. Das kann ich theoretisch schon mal mit Cobblestone auskleiden hier unten. Damit wir hier nämlich nicht reinschneiden, nein, nicht reinfliegen. Weil ich habe da nicht so viele Bock drauf, ehrlich gesagt. Da nachher drin zu landen, das ist echt nicht so hammergeil. Gehen wir nämlich nachher wieder drauf, ey. So. Raus, 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 raus. Raus mit die Niste. Ach Mensch, echt, ey. Die Musik, die ist auch gar nicht mal so übel momentan, muss ich sagen. Vor allem wird die mal gut durchgemischt. Normalerweise kam ja immer so 10 Titel hintereinander oder sowas. Mittlerweile geht's denn eigentlich. Oder es kam mir nur so vor, weil ich einfach so lange aufgenommen habe in letzter Zeit. Das kann natürlich auch sein. Aber heute ist es eigentlich recht gut durchgemischt, wobei ich ja auch erst in der zweiten Folge bin der heutigen Aufnahme. Es werden heute 4 Folgen sein in dieser Aufnahme. Also heißt, nicht wundern, wenn die nächsten 4 Folgen etwas verpeilt sind. Oder besser gesagt, jetzt noch die nächsten 2. Außerhalb von der. Liegt daran, wie gesagt, heute ist Montag. Heute ist kleine Zwischenaufnahme mal wieder gewesen, damit ich die Folgen halt draufkrieche. Weißt du, und damit ich genügend habe für die nächste Woche. Also das ist halt immer nur so ein bisschen... Ich nehme momentan immer so auf, dann, wenn ich irgendwie Zeit habe und gerade nichts anderes zu tun habe. Deswegen ist nicht alles so vorbereitet, wie es sein sollte. Das liegt, wie gesagt, daran einfach, dass ich momentan gar nicht sonst dazu kommen würde, wenn ich nicht immer dann aufnehmen würde, wenn ich gerade mal Zeit habe. Heute hatte ich halt eine Stunde frei. Und da habe ich einfach mal ein wenig dann aufgenommen. Ja, so sieht's aus momentan. So, das Wasser da oben. Ach Mensch, das geht mir immer noch auf den Geist, dass das Wasser da oben so doof hängt, ey. Muss das so doof sein? Müssen wir uns nämlich irgendwie... Oder das ist gleich, aber müsste ich mir vermutlich gleich noch was einfallen lassen, dass das Wasser uns da nicht immer hier reinbricht, weißt du? Das wäre nämlich nicht so Hammer. Ja, genau, das war unsere Schaufel, aber egal. Wobei, bei dem Feld könnte sich sogar schon alleine eine Schaufel dafür lohnen. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Komm, wir machen uns mal eben eine neue Schaufel hier. Oder zwei, besser gesagt. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, Mensch, jetzt gehen wir. Weg. Und alles wieder auffüllen hier. Jetzt müssen wir uns hier wieder durchgraben, oder was? Ach, Menü, kein Bock. Habe ich doch keine Bock drauf, um mich da wieder durchzugraben. Wobei, eigentlich können wir erstmal die Decke hier fertig machen. Alles, was wir so erstmal fertig machen können, glaube ich, machen wir jetzt zuerst und danach. Geht's an die Zusätze hier. Hallo? Wir haben doch noch Cobblestone ohne Ende. Warum wird... Ja, genau jetzt. Alter. Was ist denn das für ein Mist? Er soll die wenigstens auffüllen. Wofür habe ich sonst den Mod? Bestimmt nicht, um Bugs zu verursachen. So. Ist das schon mal alles raus? Jetzt kommt der neue Scheiß rein. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und die letzten beiden dreien, die können wir, glaube ich, parallel machen, oder? Ach ja, genau. Mensch, musste das jetzt noch passieren auf den letzten Metern? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. So, dann ist das nämlich auch schon mal weg. Und jetzt dürfen wir uns hier natürlich noch durchgraben. Warte mal, das ist, müsste... Jawohl, das ist nochmal ein Vierer. Also zwei breit halt immer, vier Blöcke auf einmal. Ah, da kommen wir, glaube ich, noch recht zügig durch hier. Danach nochmal das Ganze durchziehen und dann sind wir nämlich durch. Dann fehlt der Boden, die Wände und wir haben noch 10 Minuten. Das heißt, wir kriegen das heute alles fertig, Mensch. Ach ja, Mensch, das ist echt schon mal schön. Ja, und dann können wir dann gleich hinten die Teile schon mal, die Schächte graben, also anfangen zu fertig zu stellen. Und als nächstes kommt dann die Etage für die Pistons halt dran. Ja, dann die Verbindung und dann sind wir hier durch. Also das ist echt, das ist jetzt, geht Schlag auf Schlag hier. Kann man nicht anders sagen. Also ich glaube, wir sind hier wirklich jetzt recht zügig durch. Na, hätte ich jetzt vorher nämlich heute noch nicht mitgerechnet. Aber jetzt muss hier erstmal dieser Scheißhausstreifen weg. Decke können wir eigentlich auch schon mal ersetzen. Da vorne fließt irgendwie Wasser rein. Ach ja, genau, wir sind einfach mal mitten unterm Ozean oder was. Ist ja auch nett. Das finde ich jetzt aber nicht so nett, ehrlich gesagt. Mensch, Mensch, Mensch. Echt, da müssen wir da mitten im Ozean sein? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ach, Mensch, echt, ey, da dürfen wir uns jetzt irgendwie einen Weg suchen, dass uns da kein Wasser reinkommt. Ich hoffe echt, dass da nie was passieren wird. Weil ansonsten ist es echt ärgerlich da an der Stelle. Ne, weil wenn hier unten Wasser reinkommt, na dann gute Nacht. Also, ne, wie gesagt, weil so viel ist das hier unten eigentlich gar nicht dann zu reparieren. Aber trotzdem wäre es ärgerlich. Und ich meine, man kennt ja so freudige Herren Creepern oder sowas. Die machen da ja vor keinen Halt. Die interessiert das ja nicht. Ne, die jagen uns hier trotzdem alles in die Luft. Und dann dürfen wir nachher wieder alles zusammenschustern. Ach Mensch, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also irgendwie muss das heute klappen. Vor allem, weil sie gar nicht wohl den Ausgang hier hinsetzen soll, wenn ich ehrlich bin. Letztes Mal hatte ich ihn nämlich, glaube ich, gar keinen, weil das ja eigentlich nur so ein Raum war, den man ab und an mal ganz selten nur betreten muss, wenn mal irgendwas defekt ist oder so. Aber ich werde hier mal gucken, dass ich irgendwie, und wenn nur einen Notzugang mache, mit der Leiter nach oben. Weil irgendwas kann ja unten ja immer mal sein im Grunde. Also wenn es ein Wassereinbruch war, weil irgend so ein freudiger Enderman sich gedacht hat, oh Mensch, der Block sieht schön aus, ich kill mich selber durchs Wasser. Ja, und dann war es das. Dann dürfen wir hier unten wieder nachrichten. Aber ich hoffe, dass es nicht passieren wird, weil das wäre wirklich ärgerlich. Also, ne? Ist auch der Grund, warum der Raum nur 2 hoch ist. Da hier unten können nämlich dann theoretisch gar kein Enderman spawnen. Ne, das ist nämlich der große Vorteil bei einer 2er Höhe im Vergleich zu einer 4er Höhe, wobei ich eigentlich die 4er Höhe lieber mag. Weil man da deutlich mehr oder besser stehen kann, die Fackeln auch anbringen kann, einfacher und so weiter und so fort. Alter, was ist denn hier so beschissen? Ach Mensch, ja genau. Wartet mal ganz kurz. Wie viel Cobblestone haben wir? Das müsste hoffentlich ausreichen. Ich will mal eben was machen. Ihr seht vermutlich schon was. Mir geht es nämlich langsam hier mit dem Wasser ein wenig auf den Geist. Ich will jetzt hier langsam mal eine Wand drin haben. Ach Mensch, ja genau. Komm, schwimm hier raus. Ach komm, schwimmen. So, zack, 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 zack. Ach Mensch, jetzt sind es nur noch 2 oder was? Okay. Ja, die müssen wir jetzt anderweitig dann noch irgendwie reinkriegen. So, aber dann haben wir nämlich wenigstens hier die Wand schon mal komplett fertig und dicht. Dann fließt hier nämlich auch kein Wasser mehr rein. Dann sind wir von der Seite nämlich auch schon mal wieder safe. So, fertig. Ansonsten habe ich nämlich immer Schiss, dass da oben uns auch nochmal was durchbricht. So, jetzt haben wir den Raum hier soweit ausgehoben. Jetzt die Decke wieder fertig machen. Noch 6 Minuten. Mensch, das schaffen wir hier. Das schaffen wir hier. Und wenn die Folge wieder überlang ist, das ist mir auch egal. Dann haben wir den Raum hier unten durch. Müssen wir gleich nämlich nur eine Redstone verlegen. Wartet mal, das nehmen wir jetzt sofort hier mit. Zack, zack. Zack, zack, zack. War da oben noch was? Nee. Sieht nicht so aus, okay. Da, weiter. Okay, ich glaube, ich sehe schon das Ende hier der Cobblestone Line. Dann fehlt nur noch der Boden gleich. Und natürlich fehlen Fackeln ohne Ende. Ich weiß, es könnte sein übrigens, dass die aktuellen Folgen wieder zu dunkel sind.
Aber ich habe leider keine Fackeln gerade dabei, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen ist das so. Ich weiß halt letzte Folge schon nicht, aber das sind jetzt mal zwei Folgen, glaube ich, gewesen, die jetzt mal dunkler waren. Also, ne? Okay, abgesehen von den ganzen natürlich, die wir vorher unten im Keller gegraben haben. Den unser kleinen Lagerraum und so weiter und so fort. Den müssen wir auch noch immer weiter bestücken. Da haben wir jetzt wieder reichlich Kohle für gekriegt, muss man ja so sagen. Der müsste natürlich auch mal wieder gefüllt werden. Zack, zack. Und eine Wand rein. So, jetzt haben wir das schon mal fertig. Den letzten Teil hier ausheben. Komm, 5 Minuten, das schaffen wir noch. Hoffentlich. Glaube ich, meine ich, denke ich mir irgendwie so. Na, aber ich meine, so viel ist ja wirklich jetzt nicht mehr. Also wenn man mal guckt, ne? Die Reihe hier noch graben. Der Boden raus und so weiter und so fort. Und da müssen wir da immer noch einen weiter reingehen, wo natürlich die ganzen Lines dann ankommen werden. Da muss dann noch ein Block hin, da müssen wir dann in die Höhe gehen. Aber dafür müssen wir erstmal da drüber die Etage fertigstellen. Das ist dann erstmal die nächste Aufgabe, die wir machen werden. Also das werden wir dann in der morgigen Folge wahrscheinlich machen. Oben die nächsten Lines zu, also oben die Etage zu bauen für die Pistons, die wird dann auch nur so groß werden wie der Raum hier, ein bisschen tiefer, glaube ich, war der noch, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht, der war fast, der wäre wirklich eigentlich eine Kopie hiervon und da muss nur der hintere Teil eigentlich rausgenommen werden. Also das schaffen wir in 2 Folgen, schaffen wir das auch eben fertig, dann haben wir den heute auch schon mal abgearbeitet. Also, was heißt heute? Ich habe den heute in der Aufnahmesession abgearbeitet, so, also es ist, ja Mensch, echt, ey. Alter, ich muss daran denken, dass ihr ja gar nicht so viel seht wie ich auf einmal, weil ihr ja natürlich die Folgen verteilt kriegt und nicht alles in geballter Ladung, was glaube ich auch gar nicht verkehrt ist. Ich meine, das Gequatsche, was ich hier so von mich gebe, das kannst du dich ja nicht länger anhören als 15, 20 Minuten. Ist ja wahnsinnig, wa? So, ach Erde, ich dachte schon, da geht's irgendwie runter. Von hier sieht das nämlich nur schwarz aus. Bam, bam, badam, 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 bam, 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 bam. Ach Mensch, echt, ey, diese Musik, die macht dann immer so, dass man muss einfach mitmachen. Weißt du, finde ich voll witzig, aber irgendwie geht es einem dann langsam auch auf den Nerv. So immer, ja, gleich, bis der ein schläfrisch macht. Da muss ich wohl langsam mal irgendwie die Playlist ein wenig erweitern, damit das nicht allzu langweilig wird hier. Ansonsten penne ich ja demnächst hier ein mitten im LP und das ist auch nicht so geil, glaube ich. Dann seht ihr nur noch im Chat. Man kommt dann auf die Tastatur, liegt das, ist auch nicht so geil. So, zack, zack, zack und... Ach, Menü, nicht schon wieder, oder? Ach, Mensch, echt. Auf dem Endspurt geht noch die Spitzhacke im Arsch. In wessen Fragezeichen? Ah. So. Zack, 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 zack. Ach, da ist wieder Eisen. Ich glaube, wir haben da Eisen übersehen. Ach Mann, da ist noch was, oder was, Alter? So. Jetzt sollten wir aber alles haben. Der Boden ist beinahe fertig. Und dann können wir auch in die oberen Etagen gehen gleich. Ja, so sieht's aus, ihr Mensch. Das geht auch noch hier. Mensch, schnell, zügig, zügig, zügig. Ich will fertig werden. Aber nicht zu schnell, ansonsten gibt's gleich nur noch Fehler und irgendwie ein paar Steine, die daneben sind, so wie jetzt sowieso schon. Und weg hiermit, hiermit. Also hier will ich jetzt nicht runtergehen. Ihr seht schon, warum nicht. Ich glaube, da waren wir aber letztes Mal sogar schon drin, ne? Da ist ja, hängt ja eine Fackel, genau, da waren wir schon. Als wir den Boden ausgebessert haben, den anderen Raum gegraben haben, da waren wir da unten schon mal drin. Da haben uns extra eine Fackel dran gehangen. Ich erinnere mich. Zack, zack. So, hier die beiden noch aus. 3 sind es. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Und das letzte bisschen raus hier. 1, 2, 3, 4, den letzten Rest muss raus hier. Zack, 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 zack. Och, Nöle, da ist ja noch eine Reihe.
Wir haben nur noch ein paar Sekunden. Aber egal, kommen wir überziehen die Folge jetzt so lange, bis wir hier wirklich fertig sind soweit. Das ist ja jetzt nicht mehr lange hin. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Dann geht's morgen weiter. Und dann werden wir nämlich die obere Etage machen für die Pistons. Da wird es dann wahrscheinlich auch wieder heißen, Cobblestone ohne Ende. Aber egal, das ist ja nicht so tragisch. Ich meine, den Cobblestone haben wir genug von. Den müssen wir dann nicht einschmelzen oder sowas. Und dann kommen wir, glaube ich, echt erstmal recht gut zurecht. Hier, ja. So, zack, 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 zack. Ach Mensch, weg hiermit. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, damit sind wir jetzt fertig. Und genauso fertig sind wir mit dieser Folge. Der Raum ist fertig. Innerhalb von nur 2 Folgen haben wir hier den ganzen Raum fertiggestellt. Der muss jetzt nur noch ausgekleistert werden, gleich mit Redstone. Ja, und das werden wir in der nächsten Folge machen. Bis dahin. Tschüss.